Das dürfte jeder von euch kennen. Boah, muss ich etwa jetzt seine Biologiearbeit morgen schreiben? Oh, scheiße! Boah, ich viel zu lernen heute. Oh, scheiße! Oh, fuck! Ja, genau das passiert, wenn man das Lernen aufschiebt. Man stresst sich unnötig. Dieses Verhalten nennt man Prokrastination. Gar nicht, ich hab gelesen oder so. Ja, genau wie bei der Produktivität. Die übrigens gegensätzlich ist, will man es eben sehr schnell tun. Zum Beispiel angenommen, ich gucke gerade ganz schnell ein YouTube-Video und dann will ich das ganz schnell machen, sozusagen. Ja. Das ist die Gemeinsamkeit von dem Ganzen. Der Gegensatz ist hingegen, dass man bei dem Aufschieben sozusagen das immer verschiebt auf den nächsten Tag, immer auf den nächsten Tag. Übrigens, das mit dem, man könnte übrigens, wenn man produktiv ist, sollte man zuerst bei, zum Beispiel beim Referat, immer zuerst das Eintippen auf dem PC machen und dann alles ausdrucken. Zum Beispiel. Das wäre ganz schnell, das wäre ganz gut und dann davor natürlich auch im Internet erstmal recherchieren. Ja. Das ist der Trick dabei der Sache. So teilt man sich auch die gesamten Arbeitsvorgänge und Schritte, dass man nicht mehr so viel Aufwand hat. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Und ja, bis denne. Tschüss. Wenn euch meine Videos gefallen, dann checkt meine Social Media Kanäle aus und abonniert meinen Kanal. Und bis dann.